Läuft verdammt gut, finde ich. Ja, die Entwicklung der Vereinten Nationen der Erde. Wir können echt stolz sein auf das, was wir hier leisten. Unser Reich wächst und wächst und wächst. Die dritte Welt haben wir jetzt kolonisiert, beziehungsweise unsere Kolonisten sind in San Lucas, ganz links oben am äußeren Bildschirmrand im System Adranel, dabei einen Planeten zu besiedeln, dort eine Kolonie zu errichten. Zwei andere haben wir, die Erde natürlich, unseren Heimatplaneten und auf Thea, östlich der Sonne, unseres Sonnensystems gelegen, haben wir auch eine Planetenkolonie schon gebaut. Und wir haben diverse Raumstationen errichtet, bauen derzeit auf unserer Raumwerft bei der Erde noch ein weiteres Kolonieschiff, wollen damit hochziehen und hier westlich von diesem Blauen Reich, von den Kamarianern, und wir hier deren Zugang ins westliche Hinterland versperren, indem wir hier einen Riegel von Kolonien durchziehen. Wir sind massiv auf Expansion getrimmt, haben unser Energieproblem, ich behaupte mal, für immer und ewig gelöst. Wir haben nämlich bewiesen in der letzten Folge, dass alle Unkenrufe, dass man hier doch ständig darauf achten müsse, dass man keine negative Energiebilanz hat, dass es im Prinzip, entschuldigt meine saloppe Formulierung, Quark ist, solange man halt weiß, dass man im Notfall, wenn der Energiespeicher sich leert, immer noch ihn schnell wieder füllen kann. Das können wir, indem wir diplomatische Handelsgeschäfte betreiben, solange wir etwas zum Tauschen haben. Das haben wir, weil wir nämlich massiv in die Erzeugung von Mineralien investiert, viele Bergbaustationen gebaut haben. Und insofern läuft hier alles bestens, behaupte ich mal. Jetzt müssen wir uns kümmern um die HIA. Die fliegt hier hin. Ich klicke mal auf, die fliegt hier. Die ist geflüchtet vor einem Kampf, wo ein gewisser WB sie reingeschickt hat, weil er zu faul war, mal die Route manuell zu überprüfen. Und jetzt sind wir hier und ich stoppe nochmal und ich werde jetzt der HIA, der Human Intelligence Agency, mobil unterwegs, eine Route geben über Steropa. Also Automatik kann man jetzt nicht durchklicken auf bitte in Raumhafen zurückfliegen, weil sonst kurven wir ja nochmal quer über Xora und kommen nochmal den Aliens dort in die Quere. Aber wir werden hier hinfliegen. Manuell. Forschung läuft alles gut. Im Augenblick erforschen wir allerdings nicht die Kolonisation der Ozeanwelt, auch wenn das hier bestätigt ist, sondern schieben das Projekt Kur Heimatwelt dazwischen, weil das auch schon sehr weit gediehen ist. Also das ist sehr, sehr bald ist das der Fall. Obacht, Kampf, 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 Kampf. Ah, ja, das ist sicher unsere Fernpatrouille. Ja, da ist sie. Ist in einen Kampf verwickelt. Oh, das sieht nicht gut aus gegen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Was sind das für Kreaturen hier? Alienschiffe. Kein Anführer. Unbekannter Herkunft und sehr viele. Wo ist denn das? Detenalsystem? Das ist ja direkt bei uns um die Ecke. Oh, das müssen wir uns aber echt merken. Das war gar nicht gut. Da in der Gegend wollte ich nämlich kolonisieren in Kürze. Also ich hatte vorgehabt, hier nach Fangkor, da ist nämlich ein ganz tolles System, kontinentale Welt, Fangkor 4, da wollte ich gerne hin. Jetzt stellen wir fest, das hier ist vollgespickt mit unbekannten Aliens. Das sind die Epsilon-Aliens. Was sind denn das für Kreaturen? Viele kleine Raumstationen und so Jägergeschwader, die bewachen. Systematisch alles abgeschnürt hier. Das war heftig. Da packen wir uns gleich mal unsere Fernpatrouille und klicken, sobald das möglich ist, leider erst in 11 Tagen. Die kühlt noch ab vom Warpsprung. Klicken wir auf vom Kampf zurückziehen. Die wird dann bis dahin, befürchte ich, zerbröselt werden. Das überlebt ihn hier nimmer. Da geht lieber drauf. Er hat schon jetzt fast alles verloren. Oh Gott. Admiral Birgit von Halkett starb. Hätte ich jetzt vielleicht während des Kampfes die abziehen können? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht nicht.
Wenn es gehen würde, die während des Kampfes abzuziehen, würde ich persönlich das als Exploit betrachten und würde das schon ehrenhalber nicht machen. Ich finde, sowas gehört sich nicht. Anführer verstorben, Flottenkampfstatistik ersparen wir uns. Immerhin, eine gute Nachricht, das Peter-4-System in der Nähe ist vollständig erkundet von der UN Tradewind. Also jetzt wissen wir schon mal, dass wir uns von diesem System hier fernhalten müssen, von Detenal. Da geht's bitte nicht das nächste Mal nochmal hin. Jede Menge Raumstationen und Schiffe. Autsch. Dann lass uns mal als nächstes fliegen nach ins Benachbarte, nach Philamir. Also hier gibt es halt einen Mond, den wir besiedeln können, auf dem Weg nach oben. Das nächste System, das wir dann besiedeln könnten, wäre direkt darunter, hier in Fulas. Da gibt es eine Gaia-Welt. Also eine, die für alle oder fast alle, weiß ich gar nicht genau, Spezies besiedelbar ist, so eine Allrounder-Welt. Die ist auch etwas größer. Nee, das ist auch nur ein Mond. Das ist der Mond 2a, der hat auch nur 8 Bevölkerungsslots. Die könnten wir erforschen. Oder wir bleiben da erstmal in der Ecke. Da forschen einfach dann mal das nächstgelegene der Reihe nach. Machen wir mal hier weiter. Was sehen wir hier drin? Jede Menge kleiner Körper und hier waren die Spacer-Amöben. Naja, den können wir, sollten wir eigentlich ausweichen können. Haben wir vielleicht schon fast alles hier erforscht, außer denen? Nee. Okay. Ja, dann hole ich mir die Tradewind, fahre hier erstmal hier rein und sag einfach nur mal hierhin bewegen. Dann werfen wir einen Blick hier rein und stellen fest, dass es hier ja ein paar nette Planeten gibt, aber nicht sensationell. Archäologieprojekt abgeschlossen. Das ist das Projekt, das wir gerade unsere Sozialforschungsfrau haben durchführen lassen. Wir haben erfahren, dass Sargas 3a der Ausgangspunkt der Cybrex war. Boah, da wo die gestartet haben, diese Maschinenwesen. Die Kur, die ursprünglichen Bewohner des Mondes, hatten eine Art fühlender Maschine erfunden. Obwohl wir nicht im Detail wissen, was genau geschehen ist, führt diese Erfindung schließlich zur Entstehung eines riesigen gemeinschaftlichen Maschinenbewusstseins, den Cybrex. Irgendwann wandten sie sich gegen die Kur selbst und schlachteten die Bevölkerung ihrer Heimatwelt in einem kurzen, aber brutalen Krieg ab. Auch die Biosphäre des Mondes wurde durch die Kämpfe fast vollständig vernichtet. Darauf folgte die systematische Eliminierung der Kur-Kolonien in benachbarten Systemen, bis ihre Zivilisation nicht mehr existierte. Das ist ja furchtbar. Eine ganz, ganz furchtbare Geschichte. Also vor denen müssen wir uns hüten, vor den Cybrex. Es sei denn, wir sind natürlich neugierig. Wenn wir so hier ein Cybrex-Artefakt haben wir jetzt schon mal geborgen. Jede Menge Sozialforschungspunkte bekommen. Es sei denn, es ist für uns zum Nutze, die Büchse der Pandora zu öffnen. Können wir dann widerstehen? Ein interessanter Fund, das auf jeden Fall. Und die UN Skalski hat sogar direkt um die Nähe, ja, das habe ich immer noch nicht genau kapiert, hier auf Sargas 3, Projekt erforschen. Hier steht, Projekt wäre schon erforscht. Dennoch ist es aber hier rot leuchtend. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Klicken wir mal auf Situationsprotokoll. Kuh-Heimatwelt abgeschlossen und daneben halt hier im Orbit um Sargas 3 sind 2 zerstörte Cybrex-Kriegsformen gefunden worden. Wir sollten sie genauer untersuchen. Verfolgen beenden. Jetzt klicke ich nochmal auf Karte verfolgen. Und das leuchtet hier auf. Aber wir kommen da nicht hin. Und mir wird nicht signalisiert, warum ich mit der Skalski da nicht hinfliegen durfte. Weil normalerweise müsste hier im Tooltip stehen, ist nicht qualifiziert oder was auch immer. Stattdessen steht hier, Projekt wurde bereits erforscht. Ich mache Folgendes. Ich sag mal in Orbit einfliegen und dann beobachten wir mal, was passiert.
unser Konstruktion. Ja, gucken wir erstmal hier zu. Achso, und einen Blick in die Forschung werfen wir noch rein. Jetzt läuft die Kondensation der Ozeanwelten. Alles klar. Jetzt ist sie da. Wartet. Nichts passiert. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Habt ihr einen guten Tipp? Mir fällt kein guter Tipp ein. Absolut nicht. Tja, dann machen wir weiter im normalen Business as usual. Bleiben wir hier unten und erforschen wir die nähere Umgebung. Fliegen wir zum Beispiel dorthin, wo wir Ozeanwelten oder kontinentale Welten haben, in der Nähe, und damit möglicherweise einen Standort für ein nächstes Kolonieschiff. Hier Ozeanwelt 2a, das ist nur ein Mond, der ist nicht so groß. Das hier ist eine kontinentale Welt, wie Mars. Alien-Schiffe, Alien-Raumstation, das ist nicht so gut. Hier ist ein Mond. Von hier aus, wenn wir die hier kolonisieren, könnten wir alle drei abdecken. Besser wäre natürlich vielleicht, hier abzudecken, damit die hier nicht durch diesen Flaschenhals durchkommen, unsere Nachbarn, und hier uns das Hinterland dicht machen. Und das wäre dann diese kleine Ozeanwelt hier oder halt doch eine Station. Ich mache Folgendes, ich fliege erstmal, hier sind viele Alienschiffe, aber wir wissen nicht welche. Nee, wir fliegen erstmal hier hin, über diesen Umweg, und gehen mal gucken. Und die Treadwind? Die ist hier in Philamia angekommen. Und der geben wir jetzt einen manuellen Kurs vor. Das ganze System erkunden machen wir nicht. Weil hier halt, hier unten Feinde sind. Wir müssen also in Sicherheitsabstand bleiben. Sollte aber reichen. Jetzt leuchtet hier das wieder auf. Also sowas finde ich ja echt. Was ist passiert? Sehr schön. Noch mehr Credits. Sind wir sogar plus 7 bei Credits. Unser Konstruktionsschiff hat hier eine Bergbaustation errichtet, die Credits erzeugt, direkt daneben. Können wir hier eine Bergbaustation bauen für Mineralien? Und machen das auch. Was auch verlockend ist, diese primitive Zivilisation, die wo nochmal irgendwo hier unten, ne? Da gibt es doch hier Norgon, war das das? Wo ist das? Gehen wir nochmal gucken. Wenn wir die mal, diese Beobachtungsstation mal bauen würden zwischendurch. Ja, Narr-Zivilisation. Die ist hier im Sternsystem Isval. Hier unten. Da können wir jede Menge Zeugs ernten. Wahrscheinlich Forschungspunkte. So, und jetzt sind wir hier angekommen im Raumhafen. Klicken auf, von hier aus jetzt natürlich auf Reparieren. Mineralien im Plus.
Wir haben kein Aufklärungsschiff mehr. Die Frage ist, sollen wir eins bauen und dann nochmal versuchen, hier in den Raum vorzustoßen und den Rest hier aufzudecken? Wir könnten vielleicht einen extra Erkunder bauen, der nur schnell ist, relativ klein und leicht, und den wir da hinschicken. Den könnten wir designen. Ich glaube, das mache ich. Wir gehen mal in den Schiffsdesigner rein. Klicken auf Neues Design. Nehmen eine schlanke kleine Korvette. Keine Sektionen. Achso, pardon. Wählen einen dieser drei Rümpfe. Wandelrumpf, Abfangrumpf, Angriffsrumpf. Die ersten beiden sind selbsterklärend. Ein Wandelrumpf ist vermutlich ein Allrounder-Rumpf. Ich weiß es nicht genau. Ah, nee, mehr Zubehörslots, oder? Wir nehmen mal einen Wandelrumpf. Das ist wahrscheinlich so ein Schiff mit für Spezialaufgaben. Warp-Antrieb. Gefechtscomputer. Den können wir auch weglassen, aber den können wir nicht abwählen. Triebwerke können wir auch nicht abwählen, nur auswählen. Dann nehmen wir natürlich die schnelleren. Radarsystem, klar, natürlich. Dann haben wir hier einen im Wandelrumpf. Nehmen wir einen kleinen Laser mit, damit es überhaupt bewaffnet ist. Oder gar keine Angriffsfähigkeiten. Klicken hier auf Panzerung, das ist auf jeden Fall, damit das Beschuss überlebt. Erstmal braucht es Energie. Die Leistung ist bei minus 15, jetzt bei plus 5. Dann klicken wir auf die Panzerung. Und ja, jetzt könnten wir vielleicht, damit es wenigstens so ein bisschen sicher schützen kann, noch einen kleinen Laser dazu packen. Das ist Energie. Kosten, was sind die Kosten? Ich nehme mal den kleinen hier. Leistung gleich 0. Okay. Designname. Das ist ein Scout-Schiff. Was für eins? Das ist ein ganz früher Scout. Das ist, wer hat denn früher in der Geschichte der Menschheit die Erkundungen gemacht? Listig. Das ist das Modell Odysseus. Da ist es. Die Odysseus, die wollen wir jetzt auch auf der Erde einmal produzieren. Hinter dem Kolonieschiff. Kostet 75. Warten wir ab. Vielleicht bauen wir sogar vorher noch ein Kolonieschiff weiter. Man kann nicht gleichzeitig bauen, aber jetzt haben wir schon mal das Design im Schrank hängen. Auf der Erde entsteht das Kolonieschiff. Auf St. Lukas entsteht die Kolonisierung. Okay. Ein Blick von außen auf unsere Welt. Expandiert irgendwo irgendwer, ohne uns um Erlaubnis gefragt zu haben, sieht im Moment nicht danach aus. So, eine Anomalie gefunden. Quanzitu hat auf Philamir 4a, das heißt auf einem Mond, in der Umlaufbahn dieses Planeten, es ist ein Mond, finden sich große Mengen von Schiffstrümmern, möglicherweise die Überreste einer gewaltigen Weltraumschlacht. Das wollen wir untersuchen. Aber hola, sind ja an Ort und Stelle, machen wir. Thank you.
unser Konstruktionsschiff. Das ist die Bergbaustation. Das ist das Konstruktionsschiff. Noch eine Bergbaustation. Jetzt haben wir hier Mineralien, da haben wir Credits. Gibt es in dem System noch etwas Schönes, was wir machen könnten? Das ist unsere Bergbaustation für Credits. Und sonst gibt es hier nichts, was wir machen könnten. Ein Blick rauf. Wir sind hier ganz im Osten. Dann fliegen wir jetzt dahin, wo wir genau... Ich weiß, was ich mache. Was wir machen, wir werden jetzt nach Iswal fliegen. Wir werden hier den Beobachtungsposten bauen für 50 Credits. Liegt außerhalb unserer Grenzen. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Wir können also diese primitive, diese Prä-Warp-Zivilisation erst dann untersuchen, wenn sie innerhalb unserer Kulturgrenzen liegt. Das ist ja interessant. Das kann ein Weilchen dauern, bis wir das machen. Hier in der Nähe wäre ein Mond, den wir besiedeln könnten. Außenposten ist immer möglich, aber weiß nicht so richtig. Dann packen wir stattdessen jetzt unser Konstruktionsschiff. Bleiben erstmal innerhalb unserer Kulturgrenzen. Ich habe keine Lust, das hier irgendwo was zu bauen, was uns dann unter Umständen weggeschnappt wird, weil es in die Reichweite eines anderen Reiches gerät. Wie sieht das hier in Sirius aus? Haben wir hier alles gebaut, was gebaut werden kann? Ja, haben wir. Wie sieht es aus in Sargas? Hier noch nicht. Hier kann man noch ein Mineral... Oh, jede Menge. Jede Menge, was hier gebaut werden kann. Das beginnt schon mal hiermit. Das war hier zum Beispiel. Oh, hier können wir zwei Forschungspunkte uns dazu holen. Das sollten wir vielleicht als erstes machen, denn bei der Forschung hinken wir dermaßen hinterher. Achso, der Kurs geht hier rüber. Also wir fliegen quasi hier dran vorbei. Ja, dann machen wir das anders. Dann lösche ich den Befehl und klicke erstmal hier auf Mond und Bergbaustation. Danach machen wir dann weiter. Läuft gut. Läuft gut. Ich bin zufrieden. Hatte ich euch eigentlich schon einen wunderschönen guten Morgen gewünscht? Hatte ich vergessen. Unfassbar. Unfassbar. Heute Abend erscheint Stellaris. Mann, haben wir viele Let's Play-Folgen, Preview-Let's Play-Folgen schon gemeinsam hinter uns gebracht, nicht? Heute im Laufe des Tages bringe ich nochmal ein paar Folgen für diejenigen, die ganz nervös sind und es nicht erwarten können und mit schweißnassen Händen auf die Uhr starren, den Sekundenzeiger verfolgen und es nicht erwarten können, dass sie Stellaris sich downloaden können. Für die will ich ein bisschen Zerstreuung bringen. Sprich, hier, unser gemeinsames Let's Play. Nicht in dem ganz dichten Takt wie jetzt in den letzten Tagen und übers Wochenende, aber ein paar Folgen kommen noch. Die hier erschien um 7 Uhr, glaube ich. 7 Uhr in der Früh, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das so gesagt, nicht? Dann sagen wir mal, dann kommt die nächste um 8. Wäre euch das recht? 8 Uhr? Einverstanden? 8 Uhr. Nächste Folge. Stellaris. Bis bald. Tschüss.